Halten. Ich laufe Distanzen über Marathon, also das heißt zwischen 50 und 600 Kilometern im Normalfall. Und suche mir natürlich auch, was das betrifft, immer extreme Herausforderungen. Für mich ist es sehr interessant, die eigenen Grenzen zu übergehen und doch immer wieder zu sehen, was doch auch möglich ist, wenn man zielstrebig ist und wenn man praktisch das Ziel vor Augen hat. Steffi Saul ist Ultrasportlerin und trainiert, wann immer möglich. Am besten auch gleich früh morgens auf dem Weg zur Arbeit. Neben Wechselkleidung und Blasenpflastern gehört in ihren Rucksack auch eine Dose Pfefferspray zur eigenen Sicherheit, wie die 35-Jährige sagt. Noch schnell die Laufschuhe geschnürt und los geht's die gut 15 Kilometer von Welzheim nach Schorndorf. Ihr nächstes sportliches Ziel hat die Athletin schon fest im Blick. Am 300. Tag 2018, das ist sozusagen der 28.10., werde ich aufbrechen zu 300 Kilometern zugunsten der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, um einfach ein bisschen symbolisch zu laufen, auch für krebskranke Menschen bzw. die Blutkrebspatienten und natürlich, um Spenden einzusammeln. Nebenbei ist Steffi Saul auch noch Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr. Auch dafür trainiert sie in ihrer Freizeit, derzeit für das Leistungsabzeichen in Bronze. Im April 2017 ist die Feuerwehrfrau daheim in Welzheim 150 Kilometer weit gerannt, in voller Montur knapp 40 Stunden lang. Damit hält sie den bestehenden Weltrekord und diesen will sie nun selbst noch toppen. Für meinen Lauf trage ich die Feuerwehrschutzkleidung sowie die Koppel mit Beil, die Handschuhe, der Helm und natürlich das Atemschutzgerät, ganz wichtig. Insgesamt ist das eine Ausrüstung von ca. 20 Kilo und mit der werde ich im Oktober an den Start gehen. Die Ultrasportlerin hat schon oft bewiesen, welche extremen Leistungen sie bringen kann. Mit ihren verrückten Sportaktionen hat sie schon rund 35.000 Euro erlaufen, unter anderem für krebskranke Kinder. 438 Kilometer um den Bodensee und hoch hinauf zur Zugspitze. Oder als erste deutsche Frau die Eismeile bei 4 Grad kaltem Wasser nur im Badeanzug. Den Remstal-Höhenweg mitten im Winter nonstop 250 Kilometer in 66 Stunden. Wieso nimmt die zweifache Mutter immer wieder solche Strapazen auf sich? Ich sehe es immer so, und das versuche ich auch meinen Kindern beizubringen, es ist immer schön, wenn jemand da ist, der auch hilft. Ja? Ich finde, das fehlt heute in der Gesellschaft auch oft. Es ist für mich ein ganz wichtiger Punkt einfach. Ich möchte auch was beitragen können für andere Menschen. Kaum zu glauben, dass Steffi Saul von sich selbst sagt, ich bin früher der faulste Mensch gewesen, den es gibt. Heute trainiert sie diszipliniert für die nächste Extremtour, denn laut Steffi ist alles nur eine Frage des Willens.